Wir sind jetzt bei dem L der Solid Principles angekommen und das ist das Liskov Substitution Principle und das kommt jetzt. Ich bin für die Aufnahme von diesem Video in einem anderen Raum, als ich das üblicherweise bin. Deswegen hat der Ton eine deutliche Menge mehr Hall. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir machen einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Sie haben sich mit der fantastischen Software Bauzeichner 2.0 selbstständig gemacht und haben konzipiert, wie man Bauelemente sowie Türen und dergleichen dort einbindet. Und wir bleiben auch mal bei der Tür, bei der Front Door. Da hatten wir beim letzten Video einige Interfaces designt. Uns interessiert jetzt speziell das Y-Scalable Interface. Wenn ich das umsetze, dann würde das in etwa so aussehen. Ich habe einfach eine Methode Scale Y und die bekommt einen Float-Faktor, einen Skalierfaktor für die Y-Achse. Und mit diesem Faktor multipliziere ich dann die Höhe des Elements. Damit würde die Klasse FrontDoor in etwa so aussehen können. Ich habe Attribute Width and Height. Dann habe ich Getter und Setter für diese Attribute. Ich habe die bewusst mal nicht mit Lombok generiert, sondern explizit hingeschrieben, weil die gleich noch eine Rolle spielen werden. Und dann muss ich natürlich, da ja FrontDoor das Interface Y-Scalable implementiert, muss ich die Methode ScaleY auch noch implementieren. Da multipliziere ich ganz einfach, wie eben schon gesagt, die Höhe der Tür mit dem Skalierungsfaktor. Soweit keine Überraschung. Ich habe ein Haus mit einer Tür drin und wenn ich darauf einen Skalierungsfaktor anwende, dann wird einfach die Tür höher um 25%. Durch die Vermittlung eines guten Freundes bekommen Sie jetzt Zugang zu einer neuen Marktnische und das sind Häuser im Auenland. Und die Hobbits, die Bewohner des Auenlandes, die bevorzugen, wie man ja weiß, runde Türen. Das kann Ihr Bauzeichner 2.0 Programm im Moment noch nicht. Aber das kann man ja hinzufügen. Sie haben die Software ja erweiterbar angelegt und Sie bräuchten jetzt einfach ein Haus, was eine runde Tür hat. Also Sie haben eine Klasse Front Door und was läge näher, als einfach von der Front Door die entsprechenden anderen Türtypen abzuleiten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Circular Hobbit Front Door hinzufügen, die einfach die Front Door erweitert, dann könnten Sie sagen, gut, die ist ja rund, das heißt also, die bisherigen X und Y oder Höhe und Breite Attribute, die kann ich hier jetzt im Moment nicht benutzen. Ich füge einfach ein neues Attribut Radius hinzu und dafür muss ich natürlich die Getter und Setter für Width und Height sinnvoll mit Leben füllen, denn Sie möchten ja in dem Bauzeichner 2.0 einfach nur mit einer generischen Front Door arbeiten können und dann bei Bedarf eben so eine Circular Hobbit Front Door dafür ersetzen können. Also implementieren Sie GetWidth und SetWidth entsprechend, dadurch, dass Sie den Radius mal 2 zurückgeben bzw. den Radius setzen. Und das gleiche machen Sie bei Height auch. Also Sie geben den doppelten Radius zurück bei der Höhe und setzen die halbe Höhe als Radius. Jetzt kommt aber irgendwann Gandalf der Graue zu Besuch und wer den Herrn der Ringe kennt, der weiß ja, dass der Gandalf ein ganzes Stück größer als die Hobbits ist. Und ich würde jetzt sehr gern die Sequenz aus dem Herrn der Ringe hier benutzen, um zu zeigen, wie Gandalf sich bückt und durch diese runde Tür in das Haus geht. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den Hollywood-Anwälten und deswegen müssen Sie jetzt mit meiner fantastischen Zeichenkunst vorlieb nehmen. Also stellen Sie sich einfach vor, der Gandalf kommt und muss sich hier in diese Tür reinzwängen. Und da sagt sich Bilbo, das kann nicht sein, dass mein guter alter Freund immer sich so furchtbar bücken muss. Und er kommt zu Ihnen und sagt, hier, machen Sie doch einfach die Tür ein bisschen größer. Und das machen Sie. Sie rufen die Scale-Y-Methode auf. Und was passiert? Ihr Haus funktioniert nicht mehr. Die Tür ist natürlich nicht nur größer und höher geworden, sie ist auch breiter geworden und damit kollidiert sie mit den Fenstern im Erdgeschoss. Das heißt, Ihre Tür verletzt die Randbedingungen, die Türen sonst einhalten, dass sie nämlich nur in der Höhe wachsen. Und wenn Sie mal drauf schauen, woran das liegt, wenn Sie diese Scale-Methode aufrufen, dann setzen Sie die Höhe neu. Sie setzen die Höhe neu, multipliziert mit dem Skalierungsfaktor. Hier ist die SetHeight-Methode so überschrieben, dass natürlich stattdessen der Radius gesetzt wird. Wenn Sie aber den Radius setzen,
dann verändern Sie implizit auch das, was bei GetWidth herauskommt. Also wenn Sie die Breite abfragen und damit haben Sie ausgehebelt, dass die Tür eigentlich nur in der Höhe wachsen soll. Ich denke, dass das Prinzip komplett klar geworden ist, aber einfach um das Beispiel vollständig zu machen, möchte ich nochmal darauf eingehen, was wäre, wenn der Bilbo Beutlin statt einer runden eine quadratische Tür gewollt hätte. Denn die Ableitung von einem Quadrat, von einem Rechteck, ist eigentlich der klassische Weg, um das Liskov Substitution Principle zu erklären. Deswegen mache ich das einmal nochmal schnell durch. Wenn Sie so eine quadratische Tür bereitstellen, dann sieht das so aus in dem Haus. Und im Code, wenn man es naiv implementiert, könnte man es so machen. Eine Square Hobbit Front Door extends Front Door. Und da würden Sie in ähnlicher Weise, wie Sie es beim Kreis gemacht haben, die Width-Methode überschreiben, dadurch, dass die Width-Methode die Höhe zurückgibt. Dadurch stellen Sie sicher, dass es immer ein Quadrat bleibt. Und dann haben Sie den gleichen Effekt. Dadurch, dass ich die Höhe durch die Skalierung verändere, verändere ich auch implizit die Breite und dann gibt es wieder einen Clash mit dem Rest Ihres Hausdesigns. Warum heißt das Ganze denn jetzt Liskov Substitution Principle? Liskov ist der Name einer bekannten und einflussreichen Informatikerin, Barbara Liskov. Und das Liskovsche Substitution Principle sagt in einer umgangssprachlichen Weise formuliert aus, Erweiterungen müssen alle Kontrakte ihrer Basis einhalten. Wenn wir uns nochmal unser Beispiel anschauen, genau das haben unsere Erweiterungen, unsere Circular Hobbit Front Door und unsere Square Hobbit Front Door nicht getan. Die haben nicht den Kontrakt eingehalten, dass durch eine Höhenänderung die Breite nicht verändert werden darf. In dem Originalpaper von Barbara Liskov klingt das ein bisschen technischer. Ich erspare es Ihnen mal nicht. Sei Q von X eine beweisbare Eigenschaft von Objekten X des Typs T, dann soll Q von Y für Objekte Y des Typs S wahr sein, wenn S ein Untertyp von T ist. Jetzt mal ganz langsam. T ist unsere Front Door. Die Eigenschaft Q ist skaliert nur in Y-Richtung, nur in der Höhe. Und S sind die Circular Hobbit Front Door und die Square Hobbit Front Door. Das heißt, ich habe die Eigenschaft Q, die ist für alle Türen des Typs Front Door gültig. Und dann müsste sie nach dem Liskov Substitution Principle auch für alle Türen vom Typ Circular Hobbit Front Door und Square Hobbit Front Door gültig sein. Ist sie aber nicht. Deswegen ist S kein geeigneter Subtyp von T. Das ist die entscheidende Aussage des Liskov Substitution Principles. Das, was wir eben auch schon auf etwas schnellerem Wege festgestellt haben, wird hier durch das Liskov-Prinzip nochmal formalisiert. S bricht eine Eigenschaft, die der Obertyp T hat, also passt S nicht als Subtyp. Man kann dieses Prinzip im Kern auch als konzeptuelle Integrität bezeichnen. Konzeptuelle Integrität heißt, gleiche Probleme werden gleich gelöst und unterschiedliche Probleme werden unterschiedlich gelöst. Was hat das denn jetzt mit dem von eben zu tun? Ich mache es an einem zweiten Beispiel deutlich, was Sie auch in dem Buch von Bob Martin finden. Wir nehmen mal eine Taxizentrale. Die funktioniert so, Sie rufen bei der Taxizentrale an und möchten ein Taxi haben. Die Taxizentrale hat einen Vertrag mit mehreren Taxiunternehmen und sucht für Sie das am nächsten gelegene Taxi raus. Die Zentrale hat Zugriff auf die Taxiressourcen, die gerade unterwegs sind. Das ist von der Firma Purple Cab die Fahrer Bob und Jenny. Und von der Firma 24Cab sind es drei Taxis mit numerischen IDs. Und dann sucht die Taxizentrale für Sie den passendsten Wagen raus, der wahrscheinlich am nächsten dran ist. Und die Taxizentrale teilt ihrer App jetzt die URL des Taxis mit dem Sie alle weiteren Details ausmachen. Und Sie würden dann hingehen und sagen, ich möchte die Pickup-Adresse eingeben, ich möchte die Zeit, wo ich abgeholt werde, eingeben und ich möchte auch direkt die Destination eingeben. Und das Prinzip funktioniert deswegen, weil sich die Firma 24Cab an die gleichen Prinzipien hält, an das gleiche Konzept. Auch da wird die Basis-URL, die Sie bekommen, einfach ergänzt um Pickup-Adresse, Pickup-Time, Destination. Auf
die Weise kann dann die App relativ simpel mit egal welcher Ressource sie kriegt von der Taxizentrale alle weiteren Details austauschen. Jetzt nehmen wir mal an, das Entwicklerteam bei 24Cab wechselt und macht irgendwie eine Änderung. Und ein Entwickler, der das nicht auf dem Schirm hat, der ändert die URI für Destination in Dest. Damit haben sie die konzeptuelle Integrität verletzt. Gleiche Probleme sollten auch gleich gelöst werden. Sie haben das gleiche Problem, dass sie nämlich für eine gegebene Taxi-Ressource weitere Informationen austauschen wollen. Gleiche Probleme bei 24Cab und PurpleCab, aber unterschiedliche Lösungen. Und das bedeutet im Code, wenn Sie jetzt Ihre App sich anschauen und da hätten Sie so eine Art Cab-Dispatcher-Klasse und dort eine Methode SendDestinationToCab, dann sehen Sie, jetzt muss ich im Code eine Unterscheidung machen, ob die Cab-Company 24Cab ist, dann ist es Dest oder in allen anderen Fällen ist es Destination. Und wenn Sie sich vorstellen, dass sowas im größeren Maßstab passiert und dass man diese Destination-URI noch an verschiedenen Stellen braucht, dann kriegen Sie vielleicht ein Gefühl dafür, dass, wenn man da nicht aufpasst, dann sehr schnell ein ziemlicher Wildwuchs in seinem Code passiert. Jetzt zum Abschluss des Videos könnten Sie sich verwirrt fragen, was haben jetzt die Taxis mit den Türen zu tun? Bei den Türen war es so, dass wir gedacht haben, in unserem naiven Code, Front Door und Circular Hobbit Front Door sind das gleiche Problem, also kann ich es gleich lösen. Und wir haben rausgekriegt, nein, es ist nicht das gleiche Problem, weil Liskov hat uns gezeigt, dass das nicht so ist. Bei diesem Taxi-Beispiel haben wir ganz sicher das gleiche Problem, wir haben aber eine verschiedene Lösung gefunden. Also wenn wir Liskov auf das Taxi-Beispiel anwenden, dann müssten wir sagen, wir haben so abstrakte Konzepte, die diese URI-Verkettung regeln. Und diese abstrakten Konzepte, die fahre ich für alle verschiedenen Cab-Companies und die werden einfach automatisch gesetzt. Da haben dann die Cab-Companies gar nichts mit zu tun. Das wird in der Oberklasse geregelt. Dann hätte ich an der Stelle diese verschiedenen Cab-Companies sozusagen als Subtypen von einer allgemeinen Cab-Company-Oberklasse. Damit lässt sich die Essenz des Liskov Substitution Principles so zusammenfassen: Erweiterungen müssen die Kontrakte der Basis einhalten. Die Basis stellt eine Lösung für ein Problem dar und ich muss gleiche Probleme in der gleichen Weise lösen. Das steckt hinter diesem Regelwerk für die Erweiterung der Basis. Und das kann man eben auch als konzeptuelle Integrität bezeichnen. Gleiche Probleme haben gleiche Lösungen, unterschiedliche Probleme haben unterschiedliche Lösungen. Und wenn das Problem wirklich unterschiedlich ist, dann kann ich nicht das eine vom anderen ableiten.